Du bist beim Golf mit Freude. Hallo. Ich habe vor vielen Jahren in Berlin im Golfclub Stolperheide mit meiner Golflehrerlaufbahn angefangen. Und das Thema von außen nach innen schwingen war in den ganzen Jahren sehr präsent. Auf jeden Fall war das der häufigste Fehler, den ich immer wieder korrigieren müsste. So, heute möchte ich mit dir einen Weg finden, diesen Fehler zu beseitigen. Und nicht nur heute, sondern nächste Woche und im Turnier, wenn du unter Druck stehst. Ich werde heute in etwas mehr Detail gehen, so wie ich das auf meinem anderen Kanal VH Golf das tue. So, bevor ich anfange, habe ich eine Frage und es wäre super, wenn du die Antwort jetzt, während du dieses Video schaust, in der Beschreibung beantwortest. Und die Frage ist, was glaubst du, ist die Ursache für diesen Schwung? Warum machen so viele Golfer, vor allem die, die nicht so viel Erfahrung haben, diesen Fehler? So, es wäre super, wenn du dein Handy irgendwo hinstellen könntest. Lass mal bitte das Video laufen und mache diese Übung mit mir mit. Wir fangen bei richtiger, einfacher Übung an und dann wird es etwas komplizierter, aber noch wichtiger. Aber das Erste, was du tust, du brauchst keinen Schläger, steh mal einfach da und versuche den Schwung auszuführen mit deinem rechten Arm. Und schaue, wie die Handfläche aussieht. Die Handfläche zeigt etwas zum Himmel. Jetzt ist aber entscheidend, wie ich wieder runterkomme. Was man leider sehr oft sieht, ist das da. So, entweder kippt der Spieler den Arm nach vorne, die Hand nach vorne oder die Schulter wird zu früh nach vorne gedrückt und dann zeigt die Handfläche nach unten. So, wenn du das und das üben könntest, dann hast du schon den Fehler korrigiert. Vielleicht reicht das, vielleicht brauchst du gar nicht dieses Video weiter anzuschauen. Schaue jetzt meinen rechten Arm an, was der während des Schwunges macht. Ich werde sehr, sehr langsam schwingen. So, ich bin so geblieben. Mein Gewicht habe ich dann automatisch verlagert. Und ich konnte von da mich drehen und den Ball schlagen. So, nächster Punkt, auch ohne Schläge. Keine Angst, wir werden noch viel mit Schläge tun. Strecke deine Arme, als ob du den Ball schlagen würdest. Und jetzt drehe dich um deine Wirbelsäule. So, schaue, was meine Arme tun. So wie ich hochschwinge, schwinge ich runter. Ich denke an eine diagonale Scheibe. Das ist so eine schöne Übung, weil das ist jetzt ein perfekter Schwung. Das kannst du auch machen. Halt den Schläger gegen den Brustkorb, gekreuzte Arme. Die Schulter drehen sich auf eine Ebene. So wie die rechte Schulter hochgeht, geht sie wieder runter. Die Schulter bewegt sich nicht nach vorne, aber wieder nach unten. Und so kriegst du ein gutes Gefühl für auf der richtigen Ebene zu sein. So, die letzte Übung ohne Ball ist die folgende Übung. Starte den Rückschwung so, gucke, dass der Schlägerkopf vor deiner Fußlinie ist. Geh hoch und mach einen Bogen nach hinten, nach unten und durch. Und wenn du das ein paar Mal machst, vielleicht beim Probeschwung vor einem Schlag auf dem Platz und den Ball schlägst, wirst du wahrscheinlich perfekt auf der Ebene sein. Okay, so, um irgendwas zu verbessern beim Golfen, muss man übertreiben. So, ich hoffe, dass du so ein Gerät hast. In deiner Tasche, eine Lineman Stick. Kannst du überall kaufen für 10 bis 20 €. Das sind immer zwei Stück dabei. Kauf so ein Ding. Man kann das sehr gut für die Ausrichtung verwenden und für folgende Sachen. Stecke den Alignment Stick in den Boden. Der muss genau parallel zum Schaft sein. Übrigens, diese Alignment Sticks haben so einen weichen Schutzteil da oben. Das ist wichtig, dass es oben drauf ist. Man möchte sich nicht verletzen oder irgendwas kratzen. So, wenn ich einen Schwung mache, ich hole aus und dann mache ich den Fehler, dass ich den statisch Abschwunges nach vorne mache, dann komme ich natürlich gegen diesen Alignment Stick. Du musst bitte unbedingt das erstmal ohne Ball tun,
weil du wirst das Gefühl haben, dass beim Abschwingen dieses Teil total im Weg ist. Und das ist super. Ich möchte, dass das dich richtig irritiert, weil dann wirst du endlich von innen an den Ball kommen. Aber nur eine Bitte. Beim Ausholen gucke, dass du den Schläger so nah wie möglich an den Stock führst. Das ist wichtig, ja, weil was ich oft sehe, Golfer wissen, dass sie so an den Ball kommen müssen. Was tun sie? Die holen dann auch so aus. Aber das ist schlecht, weil von hier kann ich nicht nach von innen schwingen. Hier, mein Körper ist im Weg. Was tue ich? Den alten Fehler wieder. So, bitte bei dieser Übung, jetzt werde ich gucken, dass ich nah bleibe und dann unterhalb. Und das tust du und tust du und tust. Schwinge jetzt einhändig. Diese Übung ist wichtig. Und tue genau das, was du gerade gemacht hast. Hole aus, übrigens, ich halte den Schläger mit der rechten Hand. Hole aus, dass der Schläger knapp vorbei geführt wird. Und dann schwinge unterhalb durch. Was jetzt passiert und was kritisch ist, ist, dass ich es gestatte, den Schlägerkopf die Hände zu überholen. Aber im richtigen Moment. Ich möchte nicht, dass du löffelst. Ich möchte, dass du diesen Winkel löst, dass du im Treffmoment so aussiehst. Der Schaft ist da gerade. Das ist der Ausgangspunkt. Warum ist das wichtig? Weil so viele Golfer so sind im Treffmoment. Das Blatt ist offen. Das Blatt zeigt nach rechts und der Ball fliegt nach rechts. So, dieses Gefühl, den Schlägerkopf kommen zu lassen, wird dafür sorgen, dass du das Blatt gerade hast. Und ja, du musst den Schläger lockerer halten. So, das hier ist ein Geheimteil für einen guten Schwung. So, jetzt, und ich denke, das möchtest du auch sehen und hören, werde ich mit Driver üben und dir zeigen, was du tun musst, mit dem Driver auf der Ebene zu bleiben. Aber bevor ich das tue, beantworte ich die Frage, warum schwingt man überhaupt von außen nach innen? Ein Golfer schwingt nach links, er schwingt von außen nach innen, weil er sieht, wie seine Bälle, wenn er Rechtshänder ist, nach rechts verschwinden. Jemand, der gerade mit Golfen angefangen hat, er weiß nicht über von innen oder von außen, diese Person schwingt einfach. Aber was oft passiert, die ersten Bälle fliegen nach rechts. Meistens ist es wegen einem schlechten Griff. Und was tut der Spieler? Er kompensiert. Er möchte nicht nach rechts, also er versucht den Ball nach links starten zu lassen. Und dann kommt diese Bewegung. So ist es der Ballflug, der schuld ist. Und diesen schiefen Ballflug müssen wir korrigieren. Vor allem mit dem Driver. Weil mit dem Driver, wie du weißt, ist diese Tendenz nach rechts am häufigsten. Es ist oft so, dass die kurze Eisen, also Pitching Wedge Eisen 9, eher nach links tendieren und die längere Schläge, die lange Eisen, die Hölzer und Driver mehr nach rechts. Geht's bei dir so? Wahrscheinlich. Mit dem Driver möchte ich, dass du als erstes auf deinen Griff achtest. Gucke, dass du den Schläger in den Fingern von der linken Hand hast. Gucke, dass wenn du den Arm hängen lässt, schau mal den Winkel an der Hand. Dieser Winkel musst du dann auch verwenden beim Greifen. Viele Golfer halten Schläger so. Und das ist nicht die natürliche Haltung. Halte den Schläger so von oben in den Fingern. Mit der rechten Hand musst du den Schläger von der Seite greifen. Und dann ist die rechte Hand auch schön nach rechts gedreht. So, ich möchte, dass du den Griff übertreibst. Achte bitte dabei, dass du die Arme nicht zu angespannt hast. Die musst du schön hängen lassen. Okay, dann schlage Bälle mit diesem Griff. Falls die Bälle immer noch slicen, nachdem du den Griff geändert hast, dann tue bitte Folgendes. Falls du immer noch da bist, finde ich klasse und es lohnt sich, weil jetzt ist wichtig. Mit dem Driver stehst du automatisch ein bisschen aufrechter. Warum? Der Schaft ist länger. Und was passiert dann? Die Schulter werden auf eine flachere Ebene gedreht als bei den kurzen Eisen. Okay, das ist sehr gut. Und dann schaue, dass du um deine Wirbelsäule
dich bewegst, ist es wichtig jetzt, dass du eher mehr machst als bei den Eisen. Bei den Eisen ist ein kurzer, kompakter Rückschwung ganz gut, aber mit dem Driver möchtest du gucken, dass du dich viel rotierst, dass du dich um deine Wirbelsäule drehst, lass die Hüfte mitgehen in beide Richtungen, lass die Fersen hochkommen und führe dabei den Schwung mit Schulter- und Hüftrotation. Ich denke an unsere Übung von früher, diese diagonale Scheibe. Ich denke an meine Schulter, dass ich meine Schulter um meine Wirbelsäule drehe und den Schläger halte ich so locker, wie es geht. Und wenn ich den Schläger stark genug greife, mit den Händen genügend nach rechts gedreht, der Schläger wird die Hände überholen. Und das ist entscheidend, damit du die Schlagfläche gerade bekommst und dass du den Schwung mit eher eine fegende Bewegung ausführst. Es ist äußerst wichtig, dass du Geduld hast beim Abschwingen, dass du in diesem Moment keinen Druck machst. Nehme dir Zeit. Die Golfer setzen von hier zu viel Kraft ein und die Hände bewegen sich nach vorne. So, den Abschwung eher langsamer starten. Und wenn du es dann zulässt, dass der Schlägerkopf die Hände überholt, wirst du sehr viel Schlägerkopfgeschwindigkeit da unten produzieren. Und der Schaft ist so lang, dass man dadurch und mit diesem langen Schläger den Ball sehr weit schlägt. Wenn ich den Rücken Länge zum Ziel zeigen lasse, so jetzt hast du einen richtigen Leitfaden, diesen Außen- von Innenschwung zu beseitigen. Und zwar für immer. Ich wünsche dir viel Spaß und Erfolg beim Umsetzen. Falls das Video dir gefallen hat, bitte Daumen hoch und an anderen teilen, die vielleicht auch davon profitieren könnten. Tschüss.